zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen am Samstag. Bevor wir zu dem Spiel kommen, haben wir auch heute erfreulicherweise eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Es geht diesmal um Nico Lukas, der bis 2019 verlängert hat. Spielt schon seit 2006 hier, ist also ein echtes Eigengewächs. Und ja, deshalb freuen wir uns natürlich besonders, dass Nico auch über die Saison bei uns bleibt. Sven, vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte sagen, warum ihr euch jetzt dazu entschieden habt letztendlich. Ja, wir haben uns deshalb entschieden, zum einen, weil es eben ein Jungspieler ist und wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, ob Jungspieler, wenn sie denn die Qualität haben, weiterzuentwickeln und dass sie auch Bestandteil bei uns in der ersten Mannschaft werden, zum einen. Und zum anderen, ja, er spielt momentan und spielt sehr gut und gute Spieler können wir gut gebrauchen. Gut. Gibt es zu der Personalie erstmal noch Fragen? Ja, bitte. Ja, wenn man nochmal auf Nico Lukas schaut, wo genau sind denn seine Stärken? Also er spielt zurzeit gut, aber was ist so, was überragt ihn? Ja, ich glaube, dass er das Spiel gut versteht. Sowohl defensiv als auch offensiv. Er ist defensiv vielleicht nicht der größte Zweikämpfer, aber er verteidigt schon gut. Weil er schon immer Räume gut besetzt, wenn er mit den Leuten mitgeht. Er hat auch für einen Sechser jetzt eine sehr gute Grundschnelligkeit, er hat richtig Tempo. Ja, und mit Ball macht er auch sehr viele schlaue Sachen. Weil es jetzt auch nicht normal ist, dass so ein junger Spieler jetzt, ich sag jetzt mal, alleine auf der Sechs spielt und das auch sehr gut bewerkstelligt. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel in Gladbach, aus der letztjährigen A-Jugend war jetzt keiner in der Anfangsformation, kein 97er. Ja, dann ist das, ich glaube auch in den letzten Jahren, das ist nicht unbedingt normal, dass jemand, der aus der A-Jugend-Bundesliga von Rot-Weiß Essen kommt, Stammspieler ist in der ersten Mannschaft. Ich kann mich jetzt an gar keine Erinnerung dazu haben. Ja, das sind alles Gründe, warum wir sehr froh sind, dass Nico da ist. Und wie gesagt, da geht auch noch einiges. Also es ist jetzt nicht so, dass er schon mit seiner Entwicklung am Ende ist. Ganz im Gegenteil. Weitere Fragen zur Vertragsverlängerung? Sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zum Spiel am Samstag und fangen da auch wie immer mit der Personalsituation an. Wer kann spielen, wer fällt aus am Samstag? Ausfallen auf jeden Fall noch Jan Schiffenmeier. Er ist jetzt im Aufbautraining, sieht doch ganz gut aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Anfang nächster Woche ganz normal ins Training einsteigen wird. Frankie Löning ist noch verletzt. Das wird mit Sicherheit auch nicht funktionieren. Kamil Bednarski ist ein bisschen krank. Der ist aber heute wieder da, er wird auch heute ja, zumindest ins Lauftraining einsteigen. Ich gehe auch davon aus, dass er am Samstag einsatzfähig ist. Des Weiteren haben wir noch Robin Heller, der sich verletzt hat, Fuß umgeschlagen hat am Sonntag privat und hat bisher noch nicht trainiert. Steigt heute ins Lauftraining ein und da müssen wir ganz einfach sehen, ob er am Samstag einsatzfähig ist. Stand jetzt sind alle anderen dann fit. Timo Becker vielleicht noch kurz, weil der war ja am Freitag nicht dabei. Genau, der war am Freitag nicht dabei. Aber er ist jetzt wieder. Der war auch nicht verletzt. Der war nicht dabei, weil er ist ein junger Spieler und von jungen Spielern oder von allen meinen Spielern erwarte ich, dass sie Gas geben. Und gerade von jungen Spielern erwarte ich, dass sie noch mehr Gas geben. Timo hat, finde ich, jetzt ähnlich wie Nico. Für jemanden, der aus der U19 von Rot-Weiß Essen kommt, sehr viele Einsätze. Er hat es auch die meiste Zeit richtig gut gemacht in den Spielen. War sehr verlässlich, was für einen jungen Spieler nicht selbstverständlich ist. Ja, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass er so nach der Winterpause ein bisschen die Arbeit eingestellt hat. Und das geht jetzt für einen jungen Spieler gar nicht. Also, junger Spieler muss eher mehr machen als die Älteren auch im Training. Und das habe ich jetzt nicht so erkannt, ganz im Gegenteil. Deshalb war er jetzt mal nicht dabei. Gut, dann
Wir hatten ja auch einen freien Platz. Frank Löning hatte was an der Ferse, oder? Was hatte der? Der Frank Löning hatte ja, was Frank an der Ferse? Ja, Frank Löning hat an der Ferse. Er hat auf jeden Fall Probleme. Ja, weitere Fragen von euch zum Spiel am Samstag? Rüdiger ist jetzt wieder vom Tabellenbild her ein anderer Gegner. Gladbach Spitzenreiter, Rüdiger wieder aus dem Mittelfeld. Wie wird die taktische Ausrichtung sein? Grundlegend. Lehnt ist so detailliert, wir wollen gewinnen. Nein, das ist ja sowieso. Flachspiel hoch gewinnen. Nein, aber es kann schon ein anderes Spiel werden wie Gladbach. Haben wir ja auch bei Düsseldorf gesehen, dass es ein völlig anderes Spiel war wie jetzt Viktoria. Unabhängig davon wollen wir schon, was unser Spiel jetzt betrifft, schon daran anknüpfen, was wir gegen Gladbach auch geleistet haben. Und das war eben schon, dass wir in Zweikämpfen sehr aggressiv waren, dass wir schnell umgeschaltet haben, dass wir eine hohe Intensität in unserem Spiel hatten. Und all das wollen wir am Samstag auch wieder auf den Platz bringen. Und sehen Sie die Stärken der Mannschaft? Ja, sie versuchen schon von vorne zu spielen. Also ich habe sie gesehen gegen Düsseldorf am Samstag. Haben sie recht früh 2-0 geführt. Haben dann hinten raus noch verloren, 4-3. Die haben auch offensiv eine ganz gute Qualität. Also zeigt sich dann auch, dass sie da auf 3 Tore machen. Dass sie auch ein paar ganz gute Sachen nach vorne hatten. Aber hinten haben sie dann auch schon immer ihre Probleme. Im letzten beiden Spielen 8 Tore bekommen. Ja, das müssen wir ganz einfach auch ausnutzen. Ja, im Spiel war es auch so, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, aber es da es eben verpasst haben, ein Tor zu machen und hinten raus dann eben noch mit 2 Elfmetern und 2 roten Karten verloren haben. Von daher haben wir ähnlich wie gegen Düsseldorf in dem Spiel schon was gut zu machen. Weitere Fragen von euch? Ansonsten, gestern kam ja noch die Meldung vom WDRV, glaube ich, ist das jetzt mit der Geldstrafe für die Flora-Aktion? Vielleicht ein Kommentar von Ihnen? Ist nicht mein Thema. Nicht Ihr Thema? Nee. Hat mit dem Sport jetzt nichts zu tun. Hatte sowas einen Einfluss auf die Mannschaft, wenn beispielsweise wie in Viktoria Köln die Halbzeit nochmal sich verzögert, bis es wieder angepfiffen wird? Oder? Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die Unterbrechung war, glaube ich, eine Minute oder so. Also, längere Unterbrechung vielleicht schon, aber die war jetzt eine Minute. Ja. Nee, ist auch kein Thema in Katalonien. Im Vereinsleben. Er soll für Rot-Weiß in Duisburg eine Auslosung? Da werden ja auch noch was da. Ja, gibt es sonst noch Fragen von euch? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich euch fürs Kommen und bis Samstag in Rödinghausen.